Freunde, dann wollen wir mal gucken, wie es hier weitergeht. Wir haben ja schon als Ethan Winter sehr viel zerstört. So viel kann er ja auch nicht mehr bleiben. Oh, das sieht schon sehr gut aus. Hey Alpha, sieh mal. BSAA, die kennen echt nichts. Mein Gott. Das sieht ziemlich übel aus. Schon einen Plan, wie wir vorgehen? Erstmal müssen wir dieses Ding loswerden. Ich halte den Rücken frei. Dann mal los. Haltet nach feindlichen Biowaffen Ausschau. Verstanden. Feindliche Biowaffen. Kontakt mit Gruppe feindlicher Biowaffen. Es sind mehr als wir dachten. Pass bloß auf. Wir sammeln jetzt hier auch nichts mehr ein. Westliche Route sicher, du warst. Verstanden. Natürlich eine geile Spezialeinheit, ne? Richtig geiles Gewehr. BSAA-Fahrzeug. Also richtig gesichtet. Spaß hier. Zwei Waffen. Die hole ich mir. Werd nicht übermütig. Was ist das für ein Ding? Das ist alles Utopizid. Dort finden wir sicher Miranda. Na los. Die Bäume können wir nicht angreifen. Große mutierte Biowaffe gesichtet. Der Pilz könnte infektiöse Spuren versprühen. Behaltet eure Masken auf. Scheiß Werwölfe. Verstanden. Hier Tundra. Hinterlasse Munitionsnachschub in einem der Häuser. Bedien dich. Das finde ich nochmal Spezialeinheit. So kann man noch ein bisschen was bestücken. Ich würde sagen, wir gehen hier lang. Ich hab gesagt, ich dachte, wir gehen hier lang. Das ist echt ein Weg. Ich brauche Hilfe! Ich sehe dich. 200 bis Zielposition. Auch mit dieser geilen Waffe und der Spezialeinheit ist es gar nicht so einfach hier. Von einer Mutamycet-Kolonie dieser Fluss habe ich noch nie gehört. Die Energie geht aber noch. Ich hab doch mit Ethan schon so viel gekillt. Wenn meine Mutter das sieht, wird sie denken, sie sei in der Hölle gelandet.
Hilde. Alter, wie viel wir da killen, das gibt's ja gar nicht. Bin auf Zielposition. Scheiße, ist der groß. Okay, Lobo. Ich markiere das Ziel. Alles klar, Boss. Yeah, mitten rein. Muss nachladen. Warte kurz. Da kommt ein Schwarm auf dich zu. Okay, da unten muss der Megamycet sein. Es wird auf jeden Fall irgendwie rein technisch irgendwie betrachtet hier. Ich habe einen Eingang gefunden. Gehe jetzt rein. Ihr bleibt zurück. Hier geht's wirklich mehr um Biowaffen. Ich habe eine Probe aus dem Haus der Bakers verglichen und es gibt keine Anzeichen für Genomeditierung wie bei der E-Serie. Das Zeug stammt von hier. Munition wäre mal nicht schlecht. Was den Megamyzeten, was? Lobo, mir macht ja einer zu schaffen. Ich brauch deine Hilfe. Boss, du bist in einer Höhle. Da ist nur Öffnung in der Decke. Benutz die. Okay, auf dem Weg. Also, ich bin gleich bei dir. Hier geht's sogar noch. Ja,
Selbst Ethan hat den noch platt gemacht. Okay, markiere das Ziel per Laser. Immer mit der Ruhe. Munition auch sparen können. Wie sieht die Energie aus? Ah, geht noch. Geladen bis zum Anschlag. Kannst loslegen. So, C, der Typ. Wie viel brauchen wir da noch? 3 Stück oder was? Feindliche Biowaffe eliminiert. Ich gehe weiter. Der Rest von euch bleibt oben. Ja, toll. Geht weiter in die Höhle und ich hoffe, dass wir unseren Kaufmann auch finden, weil wir haben ja so schöne Kristalle eben eingesammelt. Wenn Miranda war, wo ist dann Mia? Denke nicht, dass Miranda sie noch brauchte. Ich blick das alles nicht. Wie konnte Miranda von Rose wissen? Hat's auf Mutterleaks gelesen vielleicht? Dafür haben wir später Zeit. Jetzt hat die Mission Vorrang. Da ist er. Der Megamycet. Alpha Antem. Ich bin jetzt bei Megamycet. Dann können wir das Ganze endlich beenden. Wurde aber auch Zeit. Ein 2 Sprengsatz platziert. Genug, um das ganze Dorf hochzujagen. Hauen wir ab und machen das Scheißkaff platt. Nicht bevor Miranda tot ist. Ich gehe kein Risiko mehr ein. Ich gehe rein. Okay, viel Glück. Boss, ich habe freie Sicht auf Miranda bei der Zeremonie. Abstand halten. Niemand rührt sich ohne meinen Befehl. Ich weiß, es ist zu spät, aber wir hätten Ethan in den Plan einweihen sollen. Dazu war nicht die Zeit. Und Miranda wurde früher aktiv als erwartet. Trotzdem, du hättest es ihm sagen sollen. Ja. Das muss Mirandas Labor sein. Und? Gehen wir ja mal weiter. Wie Bücher gibt's denn da? Das ist doch Karl Heisenberg, das hatten wir doch schon. Nee. Hier auch schon? Donner Benevito, da hatten wir alle 4, die wir platt gemacht haben.
Mirandas Leben ganz schön zerstört, muss ich sagen. Nimm die Hände hoch! Amber Alcia Alpha, bestätige Mirandas Position. Noch bei der Zeremonie. Was auch immer sie tut, sie rührt sich nicht. Mein Gott. Du bist es wirklich. Wie kommst du hierher, Mia? Geht's dir gut? Sie haben ein paar Experimente gemacht. Warte mal, Mia. Mia Winters. Genau die. Wie sieht's da oben aus? Hier geht's mächtig ab, aber wir kommen klar. Konzentriert bleiben. Weiter nach Plan. Ich gehe in Richtung Zeremonie. Warte. Nimm mich gefälligst mit. Du hast es versprochen. Du hast gesagt, du beschützt uns. Wir haben doch alles getan. Wir sind hierher gezogen. Alles. Und es war mir egal. Solange wir es zusammentun. Aber jetzt sag mir, wo ist mein Mann? Wo ist meine Tochter? Ethan ist fort. Ich konnte nichts tun. Aber Rose kann ich noch retten. Komm, hier wird es zu gefährlich. Was meinst du mit Ford? Er ist tot. Tut mir leid, aber wir müssen hier weg. Wir müssen dieses Dorf zerstören. Nein! Du irrst dich! Ich wollte es geheim halten, aber... Du verstehst nicht, wie besonders er ist. Besteigen. Was ist passiert? Ist da jemand? Kalt. Ich würde sagen, wir gehen mal im Fluss entlang, oder? Oh Gott, ist das kalt. Scheiße, mein Körper. Na, wenn so der Himmel aussieht, oder möchte ich da aber nicht hin? Du bist so dumm. Evelyn, wie kann das sein? Du bist tot. Tot? Ich meine, Miranda, sie... Nein, ich muss Rose retten. Falsch! Es war nicht Miranda. Du warst immer tot. Was redest du da? Ich kann da... Siehst du, nicht Miranda war es. Fandest du es denn gar nicht komisch? Bei allem, was du einstecken musstest? Erinnere dich. Vor
vor 3 Jahren. Bei den Bakers. Jack hat dich getötet. Du bist tot. 3 Jahre schon. Das ist unmöglich. Nein, das... Du solltest gar nicht mehr hier sein. Auf mit dem Scheiß! Du solltest nicht leben. Fick dich! Uiuiui. Was bin ich dann? Auf jeden Fall kein Zombie. Rose? Mit mir? Ich? Verstehst du es jetzt? Dein ganzer Körper besteht aus Schimmel. Du wirst deine Familie nie wiedersehen. Familie? Familie? Nein, nein. Rose. Ich muss meine Tochter. Du bist schon lange tot. Tot. Ich werde... Rose, reiten! Muss jetzt aber irgendwie ein Albtraum gewesen sein. Ich meine, klar ist der Tod, aber... Macht ja keinen Sinn, weil wir ja auch mehrmals in dem Spiel gestorben sind. Na, genug geschlafen? Wo bin ich? Mein Wagen, Ethan. Du hattest einen Albtraum. Duke? Dein Kampf gegen Heisenberg war eine Augenweide. Aber dass Miranda sich zeigen würde... Wie lange war ich weg? Es dämmert bald. Duke, helfen Sie mir. Ich muss zu Miranda. Ich weiß, deshalb sind wir schon auf dem Weg. Wir sollten bald da sein. Danke. Aber Ethan, bist du dir auch sicher? Dein Körper, naja, fällt auseinander. Ja. Das war dumm von mir. Apropos dumme Fragen, wer, was sind Sie? Da bin sogar ich überfragt. Wir sind da. Irgendwie ein cooler Charakter, dieser Duke. Ich schulde ihn was. Also, Ethan, ich befürchte, du wirst nicht in deine alte Welt zurückkehren können. Bist du bereit? Genau, wir gehen nochmal zurück, kaufen uns Munition. Keine Munition, das gibt's auch nicht. Kannst du vergessen dann.
Stets zu Diensten. So, lass uns nochmal verhandeln hier, Junge. Gerne. Noch etwas? Ja. Deine Reise nähert sich dem Ende. Was sagst du? Zeit für die Spendierhosen? Oho, die Fusion Ui, von Mensch und Maschine. Es sprüht geradezu von Heisenbergs Esprit. Können wir mal einkaufen, ne? Da hattest du ein Auge drauf, was? Ah, schon gut. Das war's. Überlass das mir. Moment bitte. So, jetzt sind wir eigentlich ganz gut bitte ausgerüstet. Gib acht. Danke. Mal speichern. So, mehr Munition wurde hier nicht gedroppt, also weg hier. Shit. Oh, meine Eva, meine wunderschöne Tochter, komm zu mir. Eva, bist du es? Oh, ich habe dich so vermisst. Verlassen mich! Rose! So, ich hoffe, dass wir die... Anna! Dass wir die jetzt packen. Interessant. Dein Körper. Wirklich erstaunlich. Gib mir Rose! Sofort! Du wirst sehen. Sobald du ausradiert bist, wird... Ethan, jetzt! Los! Oh Mann, ey. Ich habe mein Leben für diesen Moment geopfert. Und du willst ihn mir einfach wegnehmen? Ich nehme, was mir zusteht. Mein Wunsch wird sich erfüllen! Nein. Rose ist mein! Ach du Scheiße! Krass. Wenn man überlegt, sie hat gesagt, ihre Kräfte schwinden, möchte ich nicht wissen, wie viele Kräfte sie vorher hatte. Du hast mich meiner Kinder entledigt und den Megamyzeten zum Leben erweckt. Mach dir keine Sorgen um die kleine Rose. Bei mir wird sie glücklich sein, das verspreche ich dir. Du kannst also in Frieden gehen. Und zwar für ihn. Du weißt, was es bedeutet, dein Kind zu lieben, oder nicht? Auch ich liebe mein Kind! Wann?
Verstehst du es endlich? Rose ist mein Kind, nicht dein. Der Megamyzid hat mich aus der Verzweiflung gerettet, mir unsagbare Macht verliehen. Ja, klar. Und dich komplett austicken lassen. Noch zwei Schüsse, ey. Mann, Mann, Mann. Shit. So, Waffe wechseln. Widerlich, dieser Lebenswille. Ah, shit. Ja, Energie ist immer da grün. Wollen wir nichts verschwenden hier. Stirb und übergib dein elendes Leben dem Megamyzid. So, jetzt brauchen wir noch eine andere Waffe. Cola haben wir noch ein paar Munition, ne? Scheiße. Ich sehe gar nichts. Ich glaube, es wird Zeit, dass du mir die Dinge überlässt. Schlaf jetzt, Ethan. Ja, ist er. Den Teufel werd ich. Ich werde meine Tochter wiedersehen. Los, komm, zeig dich. Hätte ich schon so feige, dass ich hier verstecken muss. Ich verstehe deine Gefühle, Ethan. Das tue ich wirklich. Aber jetzt heißt es Abschied nehmen. Wenn ich Rose mit dem Megamyzeten vereine, wird meine Tochter sich mir endlich zeigen. 100 Jahre habe ich gewartet. 100! Nur für diesen Tag. Alter, was verträgt die denn, ey? Das gibt's doch gar nicht. Oh, jetzt lohnt sich das mal. So nah am Tod hat das für dich keinen Nutzen mehr. Sie ist meine Tochter, du krankes Miststück. Ah, Munition gedroppt. Ich sehe so gut wie nichts, ey, Mann. So was Gemeines hier, ey. Stirb, 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 stirb. Das ist dein Ende, Ethan Winters. Nur um wirklich sicher zu gehen, verfüttere ich dich. Endlich, Mensch. Meine Tochter! Meine Eva! Alter, war das hart, ey. Mann, 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 Mann. Das ist seine Tochter. Shh.
Alles gut, Rose. Alles gut. Oh, shit. Ethan! Ethan! Komm schon, Ethan. Komm schon, Ethan, wach auf! Oh nein. Chris. Ethan. Das war's. Es ist aus. Das war's wohl für beide von uns. Ethan, wir müssen los. In dem Ding ist eine Bombe, die das ganze Dorf hochjagt. Sieh mich an. Wenn ich hier drauf drücke, sind wir besser weg. Verdammt. Mia wartet auf dich. Sie lebt, hörst du mich? Sie lebt. Mia, es tut mir leid. Ich liebe dich. Pass auf, Rose, auf. Hey, hey. Hey. Sag ihr das selbst. Komm schon, es ist nicht mehr weit. Pass auf sie auf. Ich vertraue dir. Verflucht! Wiedersehen, Rosemary. Ethan. Ich hoffe, er zündet die Bombe auch. Dass er nicht mehr kann. Bring uns hier raus! Warte! Wo ist Ethan? Schneller! Wir müssen sofort weg! Nein! Ohne meinen Mann gehe ich nirgendwo hin! Mir hinsetzen und anschneiden. Nicht bevor du mir sagst, wo Ethan ist. Er würde uns nie im Stich lassen. Sag mir, was los ist. Wo? Was war das? Ich sagte, setz dich hin. Nein. Wo ist er? Chris? Was hast du getan? Er ist tot. Ich konnte. Kann ja wirklich nichts dafür. Damit wir fliehen können. Tut mir leid. Boss! Sieh dir das an. Die BSAA hat keine Soldaten geschickt. Das ist eine Biowaffe. Was haben die sich gedacht? Wie lautet der Befehl? Versammel den Rest des Teams. Dann zur europäischen BSAA-Zentrale. Dafür werden sie bezahlen.
Wow, Freunde, das war ein mega geiles Game, ey. Was für ein geiles Wochenende. Na, was denkst du? Kann der Junge den Mond berühren? Niemand kann ihn berühren. Er ist zu weit weg. Und wenn er eine Rakete besitzt? Okay, dann vielleicht doch. Aber es wäre sehr, sehr kalt. Du machst nur Spaß. Der Mond fühlt sich bestimmt. Freunde, das ist ja doch nochmal ein richtig schöner Abschluss hier. Mit den Blumen endlich mal so ein bisschen Happy End. Die Tochter hat überlebt, hey, super. Alles Gute. Sorry, wegen letzter Woche. Ich hatte ein paar Tests anstehen. Na, du weißt schon. Wenn man vom Teufel spricht. Die Pflicht ruft. Hab dich lieb. Ja, ich hab sie. Ja, wo sonst? Ausgerechnet heute. Es gab einen Notfall. Du bist dran. Evelyn? Nenn mich nochmal so und du bist tot. Wow, wow. War nur ein Witz, Rose. Ich kann Dinge, die selbst Chris mir nicht zutrauen würde. Habe freie Schussbahn. Nein. Ich komm klar. Sie ist bloß ein Kind. Du musst dich zusammenreißen, Rose. Du bist ihm wirklich ähnlich. Ich weiß. Father's story is now done. Hier endet die Geschichte des Vaters.